Aloha, da bin ich wieder. So, Geburtstag hinter mich gebracht, gut gefeiert. Jetzt bin ich 50. Oh je, oh je, oh je. Und heute habe ich noch Urlaub. Und da war ich kurz in den Niederlanden im Preismepper, im Wipra und im Action. Und vorher war ich noch im Rossmann. Und ich war noch im Teddy. Und das zeige ich euch jetzt alles. Ich gucke mal, wie ich das hier so rauskriege. Ich habe im Action die neuen Ribbon-Bänder bekommen. Ich meine, es wären sechs gewesen. Ich guck mal gerade. Ja, da unten ist noch eins. So, ich glaube 79 Cent. Ne, schwarz. Hier sind kleine Herzchen drauf. Weiß und grau. Dann das Ganze in blau. In lila, lila macht geiler. In pink. In grün. Und ja, Gold und hier auch so gelb, gold, weiß und geblümt. So, das war Action. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Ganze hin tue. Ich schmeiß einfach mal wieder Schmutz. So, dann habe ich noch im Action Geschenkpapier gekauft. Und zwar für die Tauschpäckchen zum Einpacken. Es geht nämlich los. Als erstes ist jetzt Susanne dran. Das werde ich wahrscheinlich heute packen. Und das andere ist wahrscheinlich für Elfriede. Ja, Elfriede, ich melde mich und du kommst dann auch dran. So, Preise weiß ich nicht mehr. 55 Cent, 49 Cent, keine Ahnung. So, dann machen wir mal weiter mit Vipra. Gucken, ob ich hier alles vom Vipra. Das war auch Vipra. Und das war auch Vipra. Ich glaube, das ist auch alles. So, wir fangen ganz unspektakulär Topfuntersetzer. Weil da habe ich irgendwie immer zu wenig und ich fand, die sind ganz schick, neutral. Haben gekostet 1,79 zwei Stück, deswegen mussten die ins Körbchen hüpfen. So, dann haben wir hier Sticker für 69 Cent. Ich glaube, das sind die gleichen. Da geht ein Bogen. Ich mal gucken, wie viel sind drei Blätter sind da drin. Ja, ein Blatt geht auf jeden Fall ins Tauschpäckchen. Dann ja, ganz Effes Organza-Säckchen für 1 Euro. 5 Stück sind drin. So, dann habe ich diese Sticker. Diese, ne, Gold und Silber ist drin. Ich halte es euch mal so. Die mitgebracht. Und das hier ist nochmal ein anderes Muster, so gerade. Da werde ich wahrscheinlich ja, so was wie ein Loaded Envelope rausmachen. Da kommen dann so die Sticker rein. So, und nochmal ein paar. Dann gab es Flaschensticker. Das sieht dann so aus. Ja, die haben gekostet 50 Cent. Fand ich eine ganz nette, immer blend. Eine ganz nette, nee, so. So blendet es nicht so. Ganz nette Idee. Und für 50 Cent kann man da auch nicht motzen. Den habe ich zweimal mitgebracht. So, dann haben wir Sticky Notes. Und nochmal Sticky Notes. Fand ich ganz, ne? Don't forget to shop. So, ganz nett. Dann haben wir hier nochmal Puffy Sticker. Für 69 Cent. Und dann, eigentlich habe ich gesucht, das hatte ich der Elbschnute geschickt. Und zwar waren das Kreideaufkleber. Die habe ich leider nicht mehr gefunden. Dafür habe ich aber hier so, wie heißt das? Memo Color Scratch. 20 Stück sind da drin mit so einem Scratch-Dings. Da kann man dann so die Nachricht drauf scratchen. Also mit dem Zahnstocher dann. Fand ich auch ganz nett. 50 Cent. Durfte zweimal mit. Ach ne, hier habe ich dreimal die Flaschenaufkleber.
Okay, dann kriegt jeder einen. So, und dann auch noch im Vibra die Aufkleber. Kann man das? Tue ich euch so? Nee, näher, ne? Näher, damit ihr besser seht. So, die sind auch so ein bisschen erhaben. 69 Cent, habe ich zwei Päckchen. So, und dann für mich, weil ich dekoriere meinen Weihnachtsbaum ja mit grünen Kugeln. Und da hatten die so dunkelgrüne Glitzeranhänger. Hat 1,49 gekostet. Da sind 2, 4, 5. 5 Herzchen, 5 Sterne und 5 Rentiere drauf. Ja, fand ich ganz nett. Die hatten auch andere tolle Farben. Dunkelblau, ein ganz edles Blau. Das sah auch toll aus. Aber ich habe ja jetzt die grünen. Und ja, da mache ich auch noch ein Video von. Wurde ja gefragt. Deswegen werde ich das auch noch machen. So, dann mache ich erstmal hier mein kleines Täschchen. So. Ich hätte meinen Filofax mit. Den habe ich hier reingetan. Dann machen wir jetzt Teddy. Den Rest kann ich auch. Oh, einmal kurz, war noch im Müller. Ich musste mir die sauren Apfeldrops einmal mitnehmen. Oh, lecker. Und für meinen Mann, ganz unspektakulär, einmal Puma-Socken. Das war's. So, jetzt Teddy. Da habe ich hier so ein Do-It-Yourself Glückwunschkarte für 1 Euro. Fand ich ganz niedlich. Man kann sich das so selbst machen. Und sobald Einhorn oder hier diese Augen dabei sind, ist es ja um mich geschehen. Deswegen hüpf in den Einkaufskorb. So, dann habe ich bekommen den Hasenblock. Den blättern wir mal gerade zusammen durch. So, mit dem Häschen, total niedlich, passend zur Jahreszeit. So. So, währenddessen kann ich euch ja was erzählen. Ja, ich habe Samstag schön gefeiert. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die mir geschrieben haben, per WhatsApp oder per E-Mail. Vielen, vielen Dank für eure Glückwünsche. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir haben schön gefeiert. Ich habe schön Buffet gemacht. Also ich hoffe, dass es schön war. Ich hatte einen Tacosalat, einen Käselauchsalat, einen bayerischen Kartoffelsalat. Dann hatte ich Schnitzelchen, Pute, Hähnchen und Schweineschnitzel, Guacamole, Kräuterbutter mit viel Knofi, Tiramisu, Tzatziki. Und ich glaube, das war's. Sie haben dann noch so Knabbereien am Tisch. Und ja, war sehr schön. Es gab Mojito und alles Mögliche zu trinken. Haben schön gefeiert. Und ich sag's euch, man fühlt sich an dem Tag vielleicht ein bisschen komisch, weil 50. Aber ansonsten ändert sich echt nichts. So, ist doch süß, der Block, ne? Also ich finde ihn total niedlich. Unspektakulär. So. Achso, in meinem letzten Video mit der Heißklebepistole, da war ein Kommentar so von wegen, gib acht, dass dein Sohn nicht schwul wird, wenn er eine rosa Heißklebepistole benutzt. Also, das ist ja sowas von, also das habe ich nie gesagt. Davon distanziere ich mich auch dermaßen. Das war ganz anders gemeint. Ich habe ja eine und die klaut mir mein Sohn immer. Und mein Sohn, wenn man eine rosa und eine schwarze Heißklebepistole hinlegt, würde er immer zu der schwarzen greifen. Außer die rosane hätte besondere Sachen, die machen könnte. Also wenn mein Sohn eine rosa Heißklebepistole wollte, dann kriegte der eine. Also der hat auch als Kleinkind einen Puppenkinderwagen gehabt für seinen Stoffhasen. Also weil das war, glaube, da hat einer was ganz in den falschen Hals bekommen. So, das war der Block. Nein, ich, wie gesagt, also so ein Denken habe ich nicht und es tut mir leid, wenn es so verstanden worden ist. Nein, das habe ich so nicht gemeint, sondern halt Jungs
tendieren in der Regel eher dann zu den neutraleren Farben oder gedeckteren Farben. Entschuldigung. Und so, Schüssel, die musst du mit. Ich finde die total niedlich. Oh, die hat gekostet 3 Euro. So niedlich mit dem, süß. So, und dann noch Kreolen für mich. So. Ja, und deswegen, ich lege mal was hier hin, bevor ich hier weiter laber und hier nichts seht. Ja, also es war so nicht gemeint. Ne? Und wenn mein Sohn irgendwas Pinkes oder was weiß ich was haben möchte oder Einhorn oder eine Puppe, ich meine, der ist 19, der kann das selbst entscheiden, dann darf er das. Und auch wenn er schwul wäre, wäre mir das auch egal. Und wenn, also wahrscheinlich rede ich mich jetzt wieder um Kopf und Kragen. Nein, ich bin da, also leben und leben lassen, jedem das seine. Und ich würde meinem Sohn nie irgendwie sagen, du darfst nichts Rosanes anziehen oder du, das ist Mädchen. Nein, also da sind wir wirklich lange vorbei. So ein Denken gab es vielleicht mal, keine Ahnung, vor 30, 40 Jahren, aber nein. Also die meisten haben, glaube ich, verstanden, was ich damit sagen wollte. Die Pinke wird er mir einfach nicht so klauen. Der wird fragen, wo ist die andere Heißklebepistole? Ja? So, also ich hoffe, es ist jetzt angekommen. Ja. So, jetzt war ich im Preismapper. Preismapper habe ich einmal mitgebracht. Wieder diese Fensterbilder. Und so sieht das aus mit den Häusern. Ich glaube, das werde ich mir aber selbst behalten. Das habe ich auch nur einmal mitgebracht. Aber dann einmal den Hirsch und hinten ist dann dieses tolle Auto. Ich finde das cool, wenn man kleine Fenster hat. Das ist total niedlich. Aber ich habe kein kleines Fenster und deswegen geht es ins Tauschbäckchen. Und das Geweih nochmal. Und das sieht dann so aus und das geht auch ins Tauschbäckchen, weil das habe ich ja schon einmal hier hängen. So, dann habe ich noch mal mitgebracht dieses Bastels. Oh, das ist ja offen. Ich hoffe, da fehlt nichts. Da habe ich nicht drauf geachtet. Dieses Bastelset, wo alles Mögliche drin ist. Also ich hoffe, da ist wirklich alles drin. Und einmal das Lama-Bastelset. Da ist auch alles Mögliche drin. Das ist alles fürs Tauschpäckchen. Dann fand ich die Tabletts hier so schön. So kleine, schöne Tabletts. Ich finde, das Muster ist auch ganz nett. Aber man kann ja auch was anderes reinkleben. Designpapier oder so. Entschuldigung. Deswegen habe ich das dreimal mitgebracht. Einmal für mich und zweimal fürs Tauschpäckchen. So. Ja, da kann man alles Mögliche mit machen. So, dann habe ich noch mal mitgebracht die Spitze. Einmal in weiß, einmal in schwarz. Auch fürs Tauschpäckchen ist 30 cm breit und 5 Meter lang. Mal gucken, vielleicht schneide ich das auch in der Hälfte rum für mehrere Tauschpäckchen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Boah, hier fliegt es gleich runter. Ich bin hier am Stapeln. Bleibt da. So, so dann habe ich mir einmal so ein Maniküre-Set mitgebracht. Das steht sogar. Wie cool. Das kann man sogar hinstellen als Deko. Da sind so, ja okay, die ist wahrscheinlich für die Füße, die Raspel, aber die Schere wahrscheinlich auch, aber da kann ich ja meine eigenen Sachen reintun. Den finde ich ganz gut, wenn man mal irgendwie was unter den Fingernägel hat. Das zu nutzen, das hat 2 Euro gekostet. Das ist für mich. Deswegen kommt das jetzt dahin und das dahin. So, dann auch fürs Tauschpäckchen. Nochmal die Kranzhänger für die Tür. Ja, da kann man, das ist so ganz lang. Das kommt hier oben in die Tür. Und hier kann man dann seinen Kranz dran aufhängen.
zweimal fürs Tauschpäckchen. So, dann ebenfalls fürs Tauschpäckchen Papier, schwarz, Kraftfarben und weiß. Kommt auch jeweils in die Tauschpäckchen. Dann, das kennt ihr schon, das hatte ich schon mal in einem Haul. Ich hole mal noch ein paar Sachen hier raus. So. Ne, das sind so Karten, so Tags. Kommt auch ins Tauschpäckchen. Und dann nochmal zum Basteln dieses Kraftpapier, schwarz und weiß, in einem kleinen Block. Das hatten sie leider nur einmal, deswegen habe ich das dann nur einmal mitgebracht. Dann Karten, Rohlinge. Also ist so gelb, gold, rot, schwarz. Ich glaube, das eine ist so grau oder silber. Und hier ist auch so rot, rosa. Ne? Sind 10 Karten mit 6 Umschlägen jeweils. Ist auch fürs Tauschpäckchen. So. Dann, das habe ich jetzt für mich mitgebracht. Das ist ja, Doodling. Die hatten leider nur 2 davon. Also das hier ist noch am wenigsten hier kaputt. Das andere war total kaputt vorne. Deswegen habe ich es leider nicht nochmal mitgebracht. Aber ich finde das so schön, wenn man hier die Beispiele hat zum Doodeln. Ja? Obwohl, im Endeffekt wäre es ja egal, wenn der Umschlag vorne kaputt ist. Aber egal, ich habe es jetzt nur einmal mitgebracht. Und das bleibt halt bei mir, wo man halt hier so ein bisschen üben kann und ein paar Beispiele. Ja, was man gerade fürs Bullet Journal. Ja, das ist ja manchmal so einfach, was zu zeichnen, aber wenn man da so kein Händchen für hat, denkt, hä, wie geht das? Und wenn man dann so ein paar Beispiele hat, hier sogar schon die Striche vorgemalt, ideal für die Mutter. Ja, deswegen habe ich mir das mitgebracht. Werde ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal hinfahre, nachgucken. Wenn es nochmal da ist, werde ich es auch nochmal mitbringen, halt für die weiteren Tauschpäckchen. So, dann habe ich Weihnachtskarten. Das Set hier habe ich 2-mal. Machen es mal auf, weil einmal behalte ich ja. Knister, Knister, Knäuschen. So, und zwar, ich glaube, das tue ich ja. Ich fand das Motiv ganz schön. Auch zum Einzelausschneiden, Ecken abrunden als Geschenkanhänger oder fürs Bullet Journal. Hier ist natürlich wieder auf Niederländisch, aber da kann man ja irgendwas drüber machen, wenn man die Karte denn so verwenden wollte. Also ich habe was anderes damit vor und deswegen habe ich die auch mitgenommen. Und da ist einmal das Motiv drin und dann dieses in Türkis. Ne? Und das Einzelne, stellt euch das mal vor, so als einzelnes Bild, so. Finde ich das ganz nett. Ich meine, ich finde es auch so ganz nett. Und da sind drin 8 Stück. Also von jedem 4 Stück. Einmal behalte ich. Und vielleicht werde ich es aufteilen. So, und dann habe ich hier nochmal Weihnachtskarten. Das habe ich nur einmal mitgebracht. Habe ich auch nur einmal gesehen. Also auch nicht als Weihnachtskarte, sondern auch für einen Planer. Oh, hier ist sogar mein Englisch drin. Das ist ja super. Könnte man also so nehmen. Und einmal auch hier mit dem Einhorn fand ich total niedlich. Also das Motiv. Und hier ist auch wieder in Englisch drin. Merry Christmas and the Happy New Year. So, da werde ich auch welche von abgeben. Denke ich mal. Wie gesagt, kommt in so ein Loaded Envelope. So, ihr Lieben. Dann, den habt ihr schon gesehen, den habe ich noch mal fürs Tauschpäckchen mitgebracht. Das ist hier so, ja, Tags, Aufkleber, Papier, Karten, Tags, Aufkleber, Papier, Tags, Papier, Tags, Tags, Aufkleber, Papier, Tags. Ne, und vor allem mal andere Farben. Fand ich total schön, das kommt auch ins Tauschpäckchen. Lege ich hier hin.
So, und dann, das hatte ich noch nicht mitgebracht. Das habe ich jetzt einmal für mich mitgebracht. Das sind hier Kadeaudosis, also Geschenkschachteln. Hier ist schon fast eine. Oh, ne, die muss man so, die sind schon vorgestanzt. Und ich fand die ganz witzig, weil da kann man sich auch mal ein Beispiel dran nehmen, und um die nachzubasteln. Ne? Das ist hier. Ne, und dann sind die Knickdinger schon da drin. Ich bin ja gerade mal. Wir machen mal eins. Ich mache mal ein Knickbärt hier. Na, gucken wir mal. Ja, und dann kann man sich halt die Maße nehmen und kann das nachfalzen, also ausschneiden. Und mit seinem Wunschpapier, fand ich ganz nett. So, warum ist hier so eine Anleitung? Nee. So, ja, ich gucke jetzt erstmal, wie es. So, das, das, das. Okay, dann wird das hier noch geknickt. So. Das aber eigentlich auch. So. Gleich habe ich es, ihr Lieben. Geduld, Geduld. Also. Ah, hier einmal gerade. Dann haben wir das. Ja, die folgenden Sendungen verschieben sich um 3 Stunden. So. Also hier so ein bisschen. Okay. So. Und hier dann auch noch. Und dann hat man hier, ne, dieses Ding. Ja, kann man sich auch im Netz runterholen. Aber so hat man mal 1:1 vor sich liegen und kann das halt nachbasteln. Und ach, da sind ja einige. So, dann haben wir hier so eine Dreiecksbox. Das ist eine normale Schachtel. Und hier so ein Puffy. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und hier ist sowas Rundes, was oben rund ist. Die sind ja normal auch hier drauf. Ja, genau. Ne? Diese Schachtel, das, das und das. Also 4 Schachteln sind hier drin. Ich glaube jeweils 15x5 Designs. Okay. Ja, das habe ich mir noch mitgebracht. Schauen wir mal. So, und dann das letzte aus dem Preismapper. Die fand ich so niedlich. Die Schlittschuhe. Die fand ich total schön. Ich weiß aber noch nicht, ob ich eins abgeben werde oder ob ich beide behalte. Muss ich mir noch überlegen. Schauen wir mal. Also eins behalte ich auf jeden Fall. Und vielleicht gebe ich eins ab. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So. Ja, dann war ich noch im Rossmann. Und wo habe ich das aus dem Rossmann? Die hatten nämlich hier für Geschenkpapier die Sachen. Ich mache mal kurz auf Pause und komme gleich wieder. So, da lag es doch noch am Esstisch. Und zwar einmal die Geschenkverpackungs-Organizer und einmal Geschenkpapier-Organizer. Je 4,99. Das ist jetzt zu lang, das packe ich nicht aus. Das ist hier so eine, ne, so eine runde Tonne. Und das kleine packen wir mal raus. Entschuldigung, wenn es laut wird. So. Dann wollen wir mal gucken, ob keiner guckt. So. Die Fun. Ah, das muss da unten rein. Ach, das ist aber. Naja. Okay. Also hier, seht ihr, ist das jetzt erstmal, da kann man unten durchgreifen. Da muss man dieses Pappteil hier reintun. Mache ich jetzt mal schnell. So. Ah,
Also darf man auch nichts Schweres rein tun, wenn das runter. Ja, aber okay, da kommen ja Geschenkbänder und so rein, dann funktioniert das ja. Ha? So. Ha? Mit Klettverschluss. Hier oben kann ich Schere und hier, keine Ahnung, Text oder so rein tun. An der Seite noch zwei Taschen. Also an jeder Seite sind hier Taschen. Och, ja, für 5 Euro. Ganz nett. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das war's. Reicht ja auch schon wieder. Ach so, dann kann ich euch noch sagen, von AliExpress ist noch ein Band gekommen. Fand ich auch ganz niedlich. Und dann hatte ich mir von Stampin' Up, aber gebraucht, Stempel gekauft. Und zwar dieses Baum der Freundschaft. Das fand ich so niedlich. Ich glaube, das gibt es auch offiziell gar nicht mehr zu kaufen. Ich hatte auf jeden Fall im Katalog geguckt, online, und habe es nicht gefunden. Deswegen habe ich es gebraucht gekauft. Und ich habe auch schon ein bisschen was damit, also mal Probe gestempelt. Ne? Ich fand den Baum so schön. Ja, den finde ich total niedlich. Einfach nur mal so ein Stück Baum. Oder mit Grün. Ja, das gefiel mir so gut. Und dann habe ich das bei eBay ersteigert. Ja, meine Lieben, das war's. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch kostenlos meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Über einen lieben Kommentar würde ich mich freuen. Über Post auch immer. Dauert nur schon mal mit dem Antworten bei mir, je nachdem, wie das so stresshektik fußballstechnisch ist. Ja, über Tauschpäckchen-Anfragen freue ich mich auch, obwohl ich im Moment sagen muss, dann muss, wenn ihr mir das schickt, dann schickt ihr mir bitte zuerst was und dann schicke ich euch. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Druck dahinter. Wie gesagt, jetzt ist erstmal die Susanne dran, dann kommt die Elfriede und dann arbeite ich die anderen noch alle ab. Ja, das war's, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ich freue mich. Tschüss!